Zum 27. Part von The Sims 4. Wenn euch, lasst ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, um auch in Zukunft nicht mehr zu verpassen. Und jetzt geht's auch schon los. Ich habe Bella eingeladen und ja, die Putze und Alice sind halt immer noch eingesperrt. Ich glaube, das waren letzten Part drauf. Ich weiß gar nicht mehr. Naja, ist ja auch egal. Ja, auf jeden Fall sind sie eingesperrt. Ja, bleiben noch ein bisschen hier. Ob sie es wollen oder nicht. Ja. Octavia, was bist du eigentlich am machen? Schreiben. Ist immer noch am machen, ne? Obwohl, das kannst du mal sein lassen, dir was zu essen nehmen schnappen. Du gehst ins Bett, genau. Du bist am Essen, du brauchst Spaß an deinem Leben, genauso wie du Spaß brauchst. Und was bist du da machen? Sprechen. Okay. Aber Amber muss pennen gehen. Was machst du da? Sprechen. Nein, geh mal pennen. Du musst dringend ins Bett. Genau. So. Du gehst pennen. Du bist am Essen. Ach so. Ich kenne doch bestimmt auch Elsa, oder? Dann könnte ich sie einladen eigentlich. Beziehung gehe ich mal. Und ja, es scheint wieder zu gehen, zum Glück, mit Sims 4. Gefällt mir. Und das war die Laus Sophia. Sophia kenne ich, aber ich würde eigentlich gerne nach Elsa gucken. Nach ihrer kleinen Schwester. Denn dann hätten meine Kinder, ja, hoffentlich mal ein bisschen Connection zu anderen Kindern. Ne, ich kenne sie nicht. Anscheinend. Ja, ich kenne Billy, aber die mag mich nicht. Ja, Elsa kenne ich nicht anscheinend. Ne. Okay, aber irgendwer von euch kennt doch bestimmt Elsa. Anne, kennst du Elsa? Du bist auch schon wieder ein Panel. Lol, bei ihr ist das alte Zeichen von Beziehungen. Lol. Ja, sie kennt Elsa. Okay. Dann muss sie das machen. Oder ich halt mit Sophia, dass ich bei ihr bin. Also, dass ich Elsa nicht kenne, ich dachte, ich kenne sie. Ja, egal. Küsst dann Bella mal sagen. Was wir hier? Auf Wiedersehen, nee. Okay. Eine Pyjama-Party, das finde ich toll. Ja, finde ich auch, Bella. Du und ich, wir beide Pyjama-Party. Was kann da noch schief gehen? Gar nichts. So, kannst du mal ins Bett gehen einfach? Also um so einen Teller mal aufzustellen. Das kannst du eigentlich am Boden klatschen und einfach ins Bett sprechen. Kannst du mal aufhören mit der zu reden jetzt? Hör mal auf damit. Alter, der Kleine ist echt anstrengend. Hör mal auf damit. Guck mal, obwohl ich habe den ins falsche Bett geschickt. Das hier ist ja sein Bett. Stimmt. So, Form. Kannst du mal machen und du geh mal bitte ein anderes Bett. Das ist nicht deins. Sorry, mein Fehler. Ach ja, und ich habe die Lichter hier eingestellt beim Disco-Dings. Also es geht halt so, einschalten und Farbe und Intensität halt. Und zwar dieses Licht. Und dann kann ich hier die Farbe ändern. Und das habe ich halt gemacht auf grün, weil es mir am besten gefällt. Dann haben wir hier ein bisschen Licht. Das ist schon cool. Du wirst weinen, weil du wütend bist. Und traurig. Naja, so ist das halt. So ist das halt, man kann nicht immer gut drauf sein. So ist das halt. Mein Sohn. Naja, du, geh mal vor mir spielen jetzt. Obwohl, du kannst eigentlich mal auch hier mit Spielzeug spielen. Kannst hier mal eben mit Spielzeug spielen, zack. Du kannst auch mal mit Spielzeug spielen eigentlich. Das bringt mehr. Ich glaube, es macht denen mehr Spaß, mit Spielzeug zu spielen und so. Ja, ich schicke dir einfach mal ein bisschen spielen. Oi, das läuft super mit mir und Bella. Schaut euch den Kurs hier. Schaut euch den Kurs hier an. Oi. Das sieht gut aus. Aber jetzt trefft ihr euch? Ja. Ja, ich würde sagen schon, aber ich, aber ja, ihr macht es spannend, ja? Naja, ich glaube, die treffen sich, ich weiß nicht. Ja doch, haben sich getroffen, war der Beweis. Und Björn ist hier?
Was machst du denn hier, du? Hey, du suchst wohl deine Frau. Wer war nochmal mit dir zusammen? Amber oder Arne? Ich glaube Arne, ne? Ich glaube, du bist mit Mortimer verheiratet, ne? Markus, was hast du denn mit Markus am Hut? Größere Nähe durch glückliche Erinnerung. Ihr kennt euch kaum, aber okay. Sie ist kaum da, hat eine bessere Bindung zu meinem Sohn. Ja, okay, sie und Mortimer, so also und Anne und Björn, gut. Ja, Anne ist nicht gerade nicht da, Björn. Und wir beiden müssen dann mal eben ins Observatorium, können wir verschwinden? Haben wir hier noch ein Zelt draußen? Nee, dann müssen wir eben ins Observatorium, Bella. Ja, du und ich, Observatorium. Wer bist du eigentlich? Paparazzo. Warum haben wir Paparazzo, außer wegen Octavia? Wieso kannst du nicht dahin gehen, hä? Hey? Wie jetzt? Wieso kannst du nicht in dein Zimmer reingehen? Hä? Hä? Wieso kannst du nicht mit dem Spielzeug spielen, hä? Ach so, weil ich dasselbe ausgewählt habe, oder wie? So, ihr beiden spielt mal mit dem Spielzeug eben. Hör mal auf zu plaudern. Verschwinde eben mit dem Observatorium. Sehr unbehagliche Begegnung. Björn! It's all your fault, Junge. Junge. Björn. Was laberst du hier mit? Du wirst gleich ausgesorgt, nachdem ich mit Bella hier drin war. Also, ist ja okay, dass du meinst, mal vorbeizukommen, aber dann sag nächstes Mal Bescheid und unterbrich nicht meine Techtelmechtel mit Bella. So. Oder mit sonst irgendeiner. Achso, den Paparazzo kann ich eigentlich auch noch aussagen. Kann ich ihm Autogramm geben? Nee, ich bin kein 30-Sterne-Promi. Ja, komm, direkt hier den nochmal nehmen. Und da wird es richtig heftig getrieben im Observatorium. Sehr gut. Dann schickt Bella mal ruhig nach Hause, wenn das geht. Dann könnte ich eventuell noch eine andere einladen. Nach Hause schicken, ja. Schick sie mal nach Hause. Und dann ruf mal eben ihn an. Und zwar Candy oder Siopan. Ja, komm, ruf sie ein. Irgendwie habe ich mehr Bock auf sie gerade. Auch wenn beide halt mega hot sind. Ich meine, schaut sie euch an hier. Und schaut sie euch auch an, wenn sie vorbeikommen. Oder auch mit Nalani, Miko. Sehen echt cool aus. Monika hat Level 3 der Fantasiefähigkeit erreicht. Kann den Spielsachenpuppen und Stofftieren einen Namen geben. Also wird man halt mit dem Spielsachen spielen lassen, mit dem Fernsehen oder halt durch das Tablet. Da gibt es halt auch so eins. Oder halt, wenn man den Bücher vorliest, zum Einschlafen oder so. Dann ja, levelt man das auch. Und ja. So. Ah, ist einsam. Ganz allein. Ich bin schon so lange alleine. Warum lassen die mich nicht? Ja, sorry. Daddy muss was anderes erledigen. I'm sorry, but I have to do this. Siopan wird gleich da sein, sehr gut. Und du bist da schön am Spielen, sehr gut. Du kannst da mal ein bisschen mit ihr plaudern, obwohl du kannst eigentlich mal bei ihr liebhaben, kannst du mal machen. Schön, dass er sie liebhaben kann, die Fremden. So, du kannst da mal freundlich Flashcard, kannst du nochmal Grundbedürfnisse lernen. Wie geht's denn Octavia eigentlich? Geht's dir gut? Nee, du musst müde. Okay, dann hör mal auf damit. Du kannst nochmal pennen gehen hier. Ey, teilt euch das Bett einfach untereinander auf irgendwie. Sascha, was machst du da? Hör mal auf damit. Wo ist die Opfer? Wollt ihr nicht vorbeischauen? Ist sie hier? Nee, und Bella ist noch hier. Wo immer. Björn, kannst du mal nach Hause gehen? Ich habe kein Plasma von ihm getrunken. Morgen? Was machst du denn hier in der Gegend?
Na egal, ich schreibe mal auf Björn. Ich habe eh gerade keinen Durst. Aber ja, schick den mal nicht nach Hause, falls ich mal wieder Durst habe. Du kannst mal aufhören damit, Grundbedürfnisse zu lernen, lieb haben, ja, kannst du eigentlich mal machen. Und du kümmerst dich mal ein bisschen um den Kleinen. Dann spielst ein bisschen mit ihm. Kannst mal eben trösten, kannst du mal machen. Dann kannst du mal eben mit dem spielen. Und dann kannst du dem mal eben da Flashkarten, Spaßbedürfnis beibringen. Obwohl er die eigentlich von links kann. Aber auch so. Außerdem habe ich noch gesagt, der Ding soll nach Hause gehen, die Bella. Die gute Bella. So, Töpfchenhilfe von. Ja. Muss losgehen. Tschüss, Björn. Außer rein. Wo sind sie, Opern? Die wollte doch vorbeischauen. Also, wo die ist, keine Ahnung. Ich sehe sie nicht. Also, ich sehe, Bella ist noch hier. Na gut, sie Was? Opern. Ey! Nicht trotzig sein. Es handelt sich um eine Art persönlichen Notfall. Ich muss dringend nach Hause. Ja, geh mal nach Hause. Und du? Was bist du trotzig, Kind? Nein. Nicht trotzig sein. Und dann wirst du die Flashkarten vorlesen. Erst anbrüllen und dann Basisbedürfnisse beibringen. Erstmal anbrüllen. Oder mach das so und brüll den danach an. Genau. Mach das so, machst du gut so. So. Brüll ihn jetzt an, Sascha. Brüll ihn an. Du machst das. Der hat Scheiße gebaut. Anne, nein! Du blöde Kuh, nein! Anne! Ich werde dich killen, wenn du so weitermachst. Hör auf damit. Nein, du gehst jetzt nicht baden, Schlampe. Es sind hier zwei verdammte Baden. Und du gehst immer ins Falsche rein. Dann gehst du nicht baden. Du gehst da jetzt nicht baden, verdammte Scheiße. Du kannst hier Artikel schreiben gehen. Über mich. Jetzt mach hinne. Gehst weg von dem Scheiß. Lass die Scheiße sein. Wir haben hier zwei Bäder, KI. Kriegt das auf die Kette. Anne, verpiss dich aus der Wanne. Raus da. Gehst nicht baden ins. Nicht lernst selber Schuld. Stinkst du. Level 3 hat Markus jetzt gelernt von Denkfähigkeit. Ich dachte, der wäre eigentlich bei Level 4. Markus kann jetzt mit Erwachsenen das Zählen mit Flashkarten lernen. Er schläft nachts besser. Sascha hat Erziehungslevel 7 erreicht, kann die Bedürfnisse von Kindern effektiv erfüllen. Außerdem kann er seine Kinder effektiver beeinflussen, bestimmte Aktionen durchzuführen. Sehr gut. So, dann wird er ins Bett gebracht, weil du dann ins Bett gebracht wirst. Was trotzig, gehst am Pen. So, du kannst mal mit der plaudern. Halt die mal ein bisschen auf. Anne, was habe ich hier gesagt? Geh duschen. Dann gehst du essen, machen und dann machst du weiter mit dem Scheiß. Oh Mann, ey. Geht die KI mir auf den Pissen. Oh, Hundekacke liegt da rum. Toll. Toll. Warum sagt der mir nicht, sagt das Spiel mir nicht Bescheid, dass mein Hund raus muss? Dann wäre ich mitgegangen. Naja, egal. Kommt das hier rein. Zack, $80 dafür bekommen. Sehr gut. Wäre es doch in echt so einfach. Ja, du wirst ins Bett gebracht, auch wenn du nicht müde wärst. Und trotzig bist, gehst du pennen, Junge. Monika. Die Matröse. Da mal eben ein bisschen mit der spielen. Und dann eben Flashkarten. Zahlen beibringen. Ach so, sie war das, glaube ich, mit Denkfähigkeit auf 4. Ja.
Ich dachte eigentlich beide hätten das auf 4, aber anscheinend wohl nicht. Ja. Ja, die Opern ist wohl irgendwie nicht da immer noch. Keine Ahnung. Warum das Spiel dann in der Nähe Feuer ausgebrochen. Wo? Wo ist ein Feuer, hä? Hier doch nicht. Ah, nö! Oh nein. Feuerwehr. Kannst du das mal löschen? Und irgendwer ruft doch mal die Feuerwehr an. Anne! Ruf die Feuerwehr! Ruf die Feuerwehr! Feuerwehr anrufen! Nein! Rette Anne! Yes! Meiner hat die Welt gerettet. Kannst du mal aufhören? Nein, die muss nicht in Sicherheit gebracht werden, du Vollidiot. Digga, das Feuer ist weg, in Sicherheit bring, du Vollidiot. Das ist alles gut. Du hast doch gelöscht, du Dummkopf. Ich weiß, ich muss ins Bett, by the way. Hey! Junge, stell dich mal nicht so an. Bring dich mal ins Bett jetzt. Ich denke an die Schlaflesen, Monika. Dann bringst du den Rest von denen ins Bett. Beziehungsweise geht einfach ins Bett, was machst du da? Gehalten werden. Nein. Aufhören damit. Leute, das Feuer ist weg. Oh Mann, ey. Typisch KI. In Sicherheit bringen. Leute, das Feuer ist seit 5 Minuten weg. Leute, alles wieder gut. Kommt mal wieder runter. Anna hat mal wieder Scheiße hier gebaut. Ist doch nicht das erste Mal. Danke, Anne. Aber haben wir auch mal das Feuer gesehen? Ich weiß gar nicht, ob wir das gesehen hatten oder nicht. Ja. Ja, Anne, dich, glaube ich, schicke ich nicht mehr an den Grill. Darfst du hier immer was zu essen nehmen? Sascha ist ja eh gerade beschäftigt. Was bist du mal in Sicherheit bringen? Ja, natürlich wirst du das noch machen. Du kannst mal eben zocken am PC. Damit du halt auch wieder die Angespanntheit los bist. So, Sportspaß spielen, dann kannst du mir einen Liebesbrief schreiben, weil du mich ja so toll findest. Und dann kannst du eigentlich mal hier gucken, was du für Aufgaben machst. Bücher schreiben, okay. Ich glaube, das. Aber ich glaube, die haben das anders formuliert, denn ich glaube, man muss nur Bücher lesen. Also zumindest hat es bei Anne, glaube ich, so funktioniert gehabt. Dann lest danach mal ein paar Bücher. Lukas Stark kannst du dann noch lesen, dann kannst du hier noch die Vielfraß-Scheiße lesen und dann kannst du hier noch die lieben Zeiten in der Stulle. Ja, mach das mal. Machst du mal. So, dich habe ich mich gekümmert erstmal. Ich hoffe, du brichst auch nichts ab. Ja. KI. Hallo, ciao. Ist mal gut jetzt, du Vollidiot. Joey hat den Brand entdeckt. Leute, der Brand ist vorbei, hört doch auf. Hier ist kein Brand mehr. Oh Mann, ey. Da bringen die die noch raus. Leute, lasst mal gut sein jetzt. Der Brand ist weg. Hört auf, mir auf den Piss zu gehen jetzt. Lasst die einfach wieder schlafen gehen jetzt. Meine Güte. Sascha, bring die jetzt ins Bett. Vollidiot. Das ist doch Vollidiot, bring sie ins Bett. Vollidiot, Sir, ab ins Bett bringen. Hä, hey, ich hab das falsche ausgewählt. Oh Mann. Hör mal auf. Oder hat die KI das gemacht? Ich weiß nicht. Also entweder habe ich das falsch gemacht oder er hat es von selber ausgewählt. Geh ins andere Bett. Nein! Du musst mich dafür nicht rufen, du Vollidiot! Smutzi. Feuerwehr. Smutzige Löschen eines Brandes kannst das Selbstbewusstsein eines Sims erheblich steigern. Und wo ist die Feuerwehr? Da steht die rum. Kind vorlesen. Mach das mal. Feuerwehr. 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 Silva, erwachsen und Krishna Schauhan. Erwachsen und Erwachsener. Ah ja. So. Musst du dann Kinderfernsehen schauen? Hör doch mal auf damit. Das ist das Kinderzimmer. Du musst auch nicht abhängen. Komm schon, beeil dich, Sohn. Ja, er wird ohnmächtig. Ja.
Das ist so nervig, ey. Das ist so nervig. Gerade dann kommt ein Brand, während meine Kinder am Pennen sind. Gerade dann muss sie das Haus abfackeln, ey. Oh Mann, oh nein. Sie will auch was zu essen zubereiten. Nein, das kann nur ins Auge gehen. Bitte, Amber, fackel, mach es besser. Bitte fackel nicht wieder die Bude jetzt ab. Bitte nicht jetzt. Bitte das nächste Mal, wenn die Kinder wach sind oder weg sind. Okay? Bitte aufpassen. Und du bist noch am Zocken, hör mal auf damit. Es reicht, genug gezockt. Schneller, beeilen. Und du hör mal auf aufzuzocken hier. Sascha, kümmere dich mal um deinen Hund. Deine Kiddies sind am Pennen. Was ist los? Kannst du mal fragen? Dann kannst du ihm ein Leckerchen geben. Dann kannst du mit ihm spielen. Und mal gucken, ob er raus muss. Kannst du mal streichen. Ja. Oh, Alice hat immer noch die Erinnerung, dass ich sie ja betrogen habe, angeblich, aber ja, davon sehe ich nicht. Ein Schlammbad nehmen. Nee, du nimmst mal eine nachdenkliche Dusche. Dann, warum fühlst du dich doppelt scheiße? Säubern, okay. Muss gesäubert werden, wie ich es mir dachte, weil sie hat ja doppelt ist. Und du kannst mal die, genau, mach mal die Duschen sauber und dann, also die Wand sauber und dann gehst du mal hier baden. Genau. Sehr gut machst du das. Duschen, baden, was auch immer machst du. Du kümmerst dich um Joe, du kümmerst dich ums Essen. Bitte vorsichtig, Amber, sehr schön, yay. Joe muss raus, okay, dann hör mal auf damit. Weil du gehst dann mal eben mit ihm raus. Oh ja, ich weiß, ich muss mich mehr um dich kümmern, aber ich habe so viel zu tun, Joe. Ich muss so viel machen, mein Junge. Ich kann es nicht ändern. Hallo, Spiel. Kann meiner mal bitte aufhören, dauerhaft verbuggt zu sein? So gut wie jeden Part, das wäre. So, da wird die Liebe erhöht, das ist sehr gut. Und nein, nicht begonnen. Okay, ich muss also wirklich Bücher schreiben, na toll. Dann hören wir auf damit. Weil wenn Lesen nichts bringt. Okay, das haben sie wohl behoben, anscheinend. Ja gut, dann schreib mal bitte Bücher. Obwohl nicht, ja egal, geh einfach in den Punkt. Schreiben, Buch schreiben. Und zwar machst du hier Kinderbuch erstmal. Ich glaube, das geht am schnellsten mal, die Kurzgeschichte, eins von beiden. Und Amber ist immer noch draußen? Warum bist du draußen? Zum Fake. So. Schreiben. Genrebuch, Science Fiction kannst du dann noch machen. Ich hoffe, das kriegst du auch noch alles hin, bevor du zur Arbeit musst, Octavia. Das wäre echt nice, wenn ihr alle befördert werdet. Poesie, ja, schreibt mal von mir aus. Bin ich kein Fan von, aber naja. Warte mal, die Tür kann doch eigentlich aufgeschlossen werden für alle außer Familienmitglieder. Jeden außer Familienmitglieder, so. Ach, du redest hier mit Krishna. Das hier begrüßt. Okay. Ja, kannst du machen, wenn du essen musst? Dann red auch noch mit der. Mit Rahaoseva. So, von Meeresbiologie kannst du dann noch schwärmen. Krankgemeldet, Meereslebewesen erforschen musst du machen. Meeresbeobachterin ist sie jetzt. Sie ist auf Stufe 7 von 10. Drei Beförderungen noch, dann bist du durch. Dann kannst du wieder zu deinem Mordheimer gehen. So, sehr gut. Red mal mit denen. Sascha, kannst du mal aufhören, verbuggt zu sein? Wo ist Joe überhaupt? Also am Pern. Warum ist meiner jedes Mal verbuggt? Das geht mir so richtig auf die Nerven. Da ich will was aus, er macht nichts. Er steht nur blöd in der Ecke. Was soll denn die Scheiße? Warum muss meiner jedem Part verbuggt sein, Spiel, anstatt dass das mal mitbehoben wird? Nö. Da muss man dann, das bleibt für immer da, das Problem. Ich hoffe, im nächsten Teil ist das nicht so, dass die Dauer, dass die so verbuggt sind. Das ist scheiße. Du kannst auch mal eine erfrischende Dusche da mal nehmen, wenn die mal fertig ist mit dem Essen. Ja, es ist mal gut mit dem Labern. Tu mal schnell essen, dann gehst du baden. Joey ist wach. Kannst du mal mit ihm gehen, bitte?
stand's auch schon. Anne muss bald zur Arbeit, na toll. Sie hat, glaube ich, gar nichts erledigt von irgendwas. Nö. Gut, dann nimm dir einfach mal frei, weil ich keinen Bock habe, dass du dann zur Arbeit gehst. Macht einfach keinen Sinn. Du nimmst sie mal frei. Und irgendwas ist dreckig. Guck ich mal. Mach das sauber, habe ich gesagt. Was soll denn die Scheiße? Ich sag zu der putzen und die sagt nein oder was? Ah, nö. Obwohl, war mal, Ember geht da gerade duschen. Ja, ich weiß, dass das Feuer weg ist. Und dass die Feuerwehr da ist. Da muss man nicht jetzt mal dö-dö-dö machen. Dö-dö-dö. So, schreib den Artikel. Schreib's hier danach noch. Das Feuer wurde gelöscht. Dann ist man ein bisschen vorsichtiger, okay? Jetzt wurde ich schon die ganze Zeit gelöscht. Ihr seid ja Blitzmerker. Oh Mann, seid ihr gut, ey. Also. Ach, köstlich. So, du musst dann noch aufs Klo, wenn du fertig bist. Kannst du mal hier aufs Klo gehen dann. Ah, okay, Joe geht schon von alleine raus, dann mach doch mal. Gut, dann. Ja, meiner ist ja eh verbuggt, mit dem kann ich ja nichts anfangen, weil die Entwickler das ja nicht hinbekommen, dass er weg ist. Das geht mir immer noch auf die Nerven, aber gut, dass wir es wenigstens hinbekommen haben, den Fehler vom letzten Update hinzubekommen, dass du jetzt halt vernünftig Sims wieder zocken kannst, wie ihr ja seht, seit den letzten beiden Parts wieder einwandfrei funktionieren, ohne dass Fehler in der Anwendung auftaucht. Und ja, das ist schon mal gut, aber ja, man kann eigentlich auch mal die anderen Fehler beheben, aber ja. Das ja, wird wohl nicht der Fall sein, leider. Ja, du hast doch gerade geduscht, also wegen den Dings hier. Pfui, der Abfluss ist schmutzig und muss unbedingt gesäubert werden. Ja, mach das mal, Leute. Ja, positiven Artikel über Sascha, hat Geld dafür bekommen und sollte zufrieden sein. Ja. Aufhören kannst du mal machen. Anne, wie geht's dir eigentlich? Dir geht's super, ne? Ja, doch, plauder mit der. Du kannst über sie noch einen Artikel schreiben. Sehr gut, Octavia ist mit dem Buch schreiben fertig. Naja, also verlässt das Haus, ja. Natürlich. Bist du fertig hier mit dem Buch schreiben eigentlich? Ja, perfekt. Dann hör mal auf damit, hör auf damit, hör auf damit. Du musst nämlich aufs Klo gehen. Und ja. Meiner ist immer noch verbuggt, leider. Das kann ich auch leider irgendwie nicht ändern. Ja. Dann muss ich mal gucken, wie ich das mache. Das geht mir voll auf die Nerven, Leute. Wenn ihr irgendeinen Tipp dagegen habt, schreibt ihn bitte in die Kommentare. Ja. Bitte in die Kommentare schreiben, weil das nervt und ja. Ich habe da keinen Bock zu, wisst ihr. Weil ich kann mit meinem Char nichts mehr anfangen und ja. So, du putzt hier mal mit Elan, genauso wie hier. Machst du das halt, wenn Anne sich zu fein dafür fühlt und meiner verbuggt ist? Seit jedem Part eigentlich, bis auf Ausnahmen. Ja, auf jeden Fall sehen wir uns dann zum nächsten Part hoffentlich wieder. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, um in Zukunft nicht mehr zu verpassen. Würde mich sehr freuen und den Kanal unterstützen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Part wieder.